Ja, gerade wir Deutschen sollten uns öfter mal fragen, warum, wieso, weshalb. Ich beschäftige mich gerade damit, warum die RAF-Terrorgruppe damals in Deutschland gebildet wurde. Sie, so wie ich es bisher recherchiert habe, ist sie wohl entstanden aus der 68er-Bewegung, nachdem es zu zwei Morden kam. Einmal an dem Student Ohnesorg und einmal an Rudi Dutschke. Und das sei eskalierend gewesen und der Anlass für die Bildung der RAF-Terrorgruppe. Gudrun Enslin, die Ex-RAF-Terroristin, sei daraufhin wohl panisch zu den anderen gerannt und hat geschrien, wir müssen uns bewaffnen, sie bringen uns alle um. Erstens, der Student Ohnesorg wurde durch einen deutschen Polizisten ermordet. Für die Ermordung gab es gar keinen Anlass. Auch nicht für die Ermordung von Rudi Dutschke. Und diese Willkür des Staates, die hat den Leuten damals krass Angst gemacht. Und so, daraufhin ist es wohl irgendwie alles entstanden, die RAF-Terrorgruppe. Und als Hintergrund nochmal, die 68er-Bewegung hat sich ja auch vor allen Dingen gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen und auch dagegen, dass die NS-Vergangenheit in Deutschland gar nicht richtig aufgearbeitet wurde. Leute, die damals in der NS-Zeit eine tragende Rolle gespielt haben, eine Position hatten, die sind dann ja auch in der neuen deutschen Geschichte dann wieder eingesetzt worden. Der Bundeskanzler Kiesinger hatte zum Beispiel auch eine NS-Vergangenheit. Und das ist halt den Studenten der 68er-Bewegung krass aufgestoßen. Und ja, dieser zündende Moment, die zur Eskalation und auch zur Gründung der 68, zur Gründung der RAF-Terrorgruppe kam es dann wohl wirklich aufgrund der zwei Morde. Und das hat sich dann einfach krass hochgeschaukelt. Schon tragisch.